Ich lüfte das Geheimnis. Ich lasse keinen durch. Ich bin dabei. Masters of the Universe. Da erlebt man die Geschichte von Castle Grayskull, der Burg der Zeitlosen. Castle Grayskull ist ständig in Gefahren ausgesetzt wie Skeletor, dem Herrn der Unterwelt. Hier wird das Schloss beschützt von Men at Arms auf seinem Skyslet. Und da ist auch schon He-Man auf seinem Battlecat und öffnet mit seinem Zauberschwert die Zugbrücke. Mit dem Aufzug geht es in den Thronsaal. Und Eindringling Beastman wird mit der Falltür sofort in die Tiefe gestürzt. Und nun sind unsere Helden bereit für ein ganz besonderes Abenteuer. Denn nun kommt auch Stratos in seinen Windrider. Gemeinsam geht es zur ultimativen Toy-Show, der Toy-Plosion. Ja, moin Leute, willkommen zu meinem Motu Vintage Sammlungsvideo im März 2024. Ihr habt die Eindrücke meiner kleinen beschaulichen Motu Vintage Sammlung gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aus dieser Sammlung habe ich mir jetzt 4 Stücke herausgenommen, die ich euch noch ein bisschen näher vorstellen möchte. Und ich würde sagen, wir legen los direkt nach dem Intro. Ja, warum sind es nur 4 Stücke aus meiner Sammlung? Ganz einfach, der Großteil von euch kennt natürlich meine Sammlung einmal im Jahr hier auf YouTube und ansonsten mindestens 2 bis 3 Mal die Woche auf Facebook und auf Instagram findet ihr aktuelle Bilder von meiner Sammlung. Nicht nur Moto Vintage, sondern auch Dino Riders, Star Wars und so weiter und so fort. Gerne mal da reinschauen, Link unten in der Videobeschreibung. Ja, und deshalb kurz und knapp hier 4 Stücke, die ich euch vorstellen möchte. Ich fange an mit dem Mechaneck hier von Mattel Inc. 1983. Der kam von einer US-Card. Den habe ich Real Mint aus den USA gekauft. Ich hatte sogar Auspackbilder bekommen von dem. Sehr, sehr schön. Warum zeige ich euch den? Ja, der wird nicht mehr lange
so bleiben, dass ich euch den so präsentieren kann, sondern der geht jetzt nach AFE zum Graden. Ich habe da mit dem Gunther, schöne Grüße an dich, mal geschrieben. Er gradet mir den, er bringt mir den da mit zur Los Amigos 6, freue ich mich übrigens auch schon sehr drauf und ich schaue mir das Ganze mal an. Ich habe ja schon hier einen gegradeten He-Man. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich möchte keine Figuren gegradet haben, aber ich finde immer mehr Gefallen dran, weil ich die Boxen so schön finde, wie die Figuren eingepackt sind. Das Grading selber, ja, ist okay auf jeden Fall. Ist auch schön, wenn es ein hohes Grading ist, aber ich für meinen Teil kann die Figuren, ich denke mal, selber ganz gut beurteilen. Ihr wahrscheinlich auch. Und das hat auch bei mir nichts mit dem Wert oder so von der Figur zu tun, sondern ich finde es einfach schön, wenn die ein oder andere Lieblingsfigur hinter Acryl ist, dann neben dem Mock gestellt werden kann, den ich ja Gott sei Dank auch noch besitze, den zeige ich euch gleich noch. Ich möchte es einfach mal ausprobieren, heißt jetzt nicht, dass ich alle meine Figuren zum Graden schicke oder so, definitiv nicht, aber die ein oder andere könnte es dann in naher Zukunft doch werden. Ja, und natürlich, habe ich jetzt vergessen, ist auch die Mint-Waffe dabei. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, Freunde. Da ist überhaupt nichts dran, wirklich Real Mint. Ich habe, wie gesagt, die Figur aus den USA damals gekauft. Ist jetzt gut anderthalb, zwei Jahre bei mir in der Sammlung. Ganz schön bei der Figur ist natürlich, dass hier an den Händen keinerlei Farbabriebe sind. Könnt ihr sehen. Ganz wichtig, dass die Brille ein schönes Chrom hat. Ja, und zu der losen Mint Vintage Figur gab es vom Stefan auf der Marché Noir Anfang des Jahres diesen wunderschönen Mock. Den habe ich euch auch in dem Video gezeigt, wie ich ihn vom Stefan bekommen habe. Mega genial, zu einem Preis von, ich glaube, 275 Euro waren es. Wir haben so ein bisschen getauscht, ich habe mir ein bisschen Kohle oben drauf gelegt und so weiter und so fort. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, unten in der Videobeschreibung findet es. Unbedingt mal reinschauen, hat sehr viel Spaß gemacht den Tag. Zu diesem Mock, der zu meinen Lieblingsstücken gehört in meiner Sammlung, dann daneben den gegradeten Mechaneck. Ich glaube, das wird ganz schön aussehen. Bilder und ein Video dazu gibt es definitiv demnächst, wenn ich den Mechaneck dann wiederbekommen habe. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, was ihr vom Grading haltet. Wie gesagt, mir geht es da nicht ums Grading selber, sondern ums Acryl. Das sieht einfach schön aus, wenn der Mini-Comic auch noch daneben ist. Und ich habe da irgendwie einfach Spaß dran gefunden. Die ein oder andere Figur wird es dann definitiv werden, die ich zum Graden schicken werde. Ja, dann kommen wir zum Mossman bei mir in der Sammlung. Einer der wenigen Figuren auf Eurokarte. Auch den habe ich euch vor ein paar Monaten oder guten Jahr müsste es gewesen sein, schon präsentiert. Habe ich damals vom Kumpel bekommen, Mitsammler. Ja, und der ist im wunderschönen Zustand, nahezu case fresh. Und ihr seht es auch oben. Das Punch-Hole ist noch drin. Leider, wenn ihr jetzt einen Blick auf den Blister werft, der kristallklar ist, was schön ist, ist der Blister ein bisschen schräg aufgeklebt. Das Problem haben ja einige Mocks früher gehabt, aber das ist auch hier so ziemlich das einzige Manko, welches man sehen kann. Unten die Ecken vielleicht noch ein bisschen angestoßen, aber auch die Backcard schneeweiß, wunderschön. Ja, und so ein Mossman in der Sammlung zu haben, freut mich wirklich, ist mir eine Ehre. Das Ding oder das Zeug wächst ja nicht mal auf Bäumen, Freunde. Ne? Gerade so im Mock-Bereich muss man ja gucken, was man kriegen kann. Ich persönlich bevorzuge einen klaren Blister noch vor einer schönen Karte. Wenn man natürlich in dem Fall hier beides haben kann, umso besser. Aber wie gesagt, man kann sich es in den meisten Fällen nicht mehr aussuchen. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen aufs Budget achten muss, so wie ich. Dann sind solche Stücke schon echt extrem geil, die in der Sammlung haben zu dürfen. Ja, auch das könnt ihr mir gerne mal in eine Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Was ist euch bei einem Vintage-Mock das Wichtigste? Für mich ganz klar an vorderster Stelle die Figur, die darf jetzt nicht kaputt sein, der darf jetzt nicht irgendwie ein Bein abgefallen sein oder ein Arm da hängen oder extrem viele Weichmacherflecken haben. Dann kommt bei mir der Blister, dann die Karte. Ne? Aber da hat ja jeder andere Prioritäten. Unbedingt meine Kommentare, würde mich sehr freuen. Ja, kommen wir nun zu einem Stück, welches sich in meiner Sammlung befindet, wo ich ja ziemlich hinterher war und wo auch ein Deal nicht zustande kam, wo sich das Ganze dann ein bisschen gezogen hat über Wochen hin. Ich mir dann mit dem Mario zusammen, habt ihr auch eventuell im Video gesehen, die Version geholt habe, die ich nicht unbedingt haben wollte. Das war der Dolphkopf. Und zwar weiß der ein oder andere schon jetzt, worum es geht. Es geht um Laser Power He-Man, Freunde. Da ist er. In der Vintage-Kopf-Version, also der Classic Head
Mega genial. Das ist für mich der einzig wahre He-Man-Kopf und auch beim Laserpower-He-Man soll es dann der sein. Ich habe meinen Dolph-Kopf noch behalten. Der steht jetzt nackig bei mir in der Vitrine, falls ich da durch Zufall mal irgendwann, ne, ich bin jetzt wirklich nicht auf der Suche, das Zubehör in Original finden sollte zum annehmbaren Preis, werde ich mir den zweiten auch noch komplettieren. Ansonsten, der sitzt hier auf seinem Roadripper und auch da fühlt er sich wohl. Der hier ist jetzt komplett, da das Zubehör bei beiden Versionen, egal ob Italy oder Spain, 1:1 identisch war, konnte ich es hier tauschen. Und bis auf vorne am Haar, das Kritzerchen hier, könnt ihr sehen, ist er im sehr, sehr guten Zustand. Klar, er ist nicht Mint, er ist im, wie gesagt, sehr guten Zustand, hat minimalste Farbabriebe, aber sagt mal ehrlich, die Figur, die ist so selten und mittlerweile so schweineteuer, da ist der Zustand doch absolut okay, oder nicht? Klar, Mint wäre mir auch lieber, aber ich muss, wie gesagt, auch ein bisschen aufs Geld schauen. Mint sehe ich den so irgendwo bei 1,5 bis 2.000 Euro mittlerweile. Und ich habe jetzt summa summarum insgesamt 1.200 bezahlt, knapp. Und ich denke mal, das ist ein ganz guter und mittlerweile auch fairer Preis. Klar ist das ultimativ viel Geld. Ich musste dafür auch ein paar Sachen aus meiner Sammlung abgeben. So ein bisschen refinanzieren das Ganze, weil für mich persönlich ist das auch kein Pappenstiel. Aber es war mir jeden Cent wert. Der eine oder andere wird jetzt sagen, der hat einen Knall, so viel Geld für eine lose Figur. Für mich ist das eine der Masters-Figuren, eine der ikonischsten Figuren und ich habe sie sehr, sehr gerne in meiner Sammlung und für mich hat sowas viel mehr Bedeutung wie irgendeine x-beliebige Origins-Figur oder eine Classics-Figur oder so. Aber auch da darf jeder seine Meinung haben, ganz klar, jeder so sammeln, wie er möchte. Das ist nur mein persönliches Empfinden. Wenn ich den Laser Power He-Man angucke, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mir den schon angeguckt habe hier unten im Man Cave, dann habe ich einfach Freude und das ist der Grund oder einer der Gründe, warum ich sammle. Ja Leute, ich bin froh, jetzt endlich mal wieder ein Video gemacht zu haben und das hier war mir eine Herzensangelegenheit. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Bock habt, lasst einen Daumen da, aber noch wichtiger, wie immer, einen Kommentar. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Ciao Leute!